Auf dem Camping Jungfrau in Lutherbrunnen haben die Mitarbeitenden am Morgen einen Feuerlöschkurs und einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Das macht Sinn, sagt Christian Siegenthaler. Auf einem Campingplatz die sehr viel Gas. Also sei das in den Wohnwagen, auf dem Platz selber auch, sogar ein Gaslager, das sie betreiben. Und das ist sicher eine grosse Gefahr. Ja. Dem stimmt Barbara Kühne zu. Ein Campingplatz bietet so ein bisschen die Gefahr von Gasflaschen, von Bränden. Also man kann sich brennen beim Grillen, beim Grillieren, aber jetzt mit offenem Feuer oder mit Gasflaschen. Man hat natürlich die Chance, dass es gering ist, aber es kann es geben, dass halt auch mal eine Gasflasche explodiert, aus welchem Grund auch immer. Durch das sind sicher Brandverletzungen eher ein Thema jetzt hier auf einem Camping als in einem anderen Betrieb. Was auch kann sein, wenn man Gasflaschen am Start hat, und das ist halt auf dem Camping etwas, was vielfach vorhanden ist, in vielen Wohnwagen und Zelten, dass halt auch mal, wenn eine Flasche ein Leck hat, dass es eine Kohlenmonoxidvergiftung könnte geben. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich schon etwas anders auf einem Camping, als es vielleicht schon am anderen Betrieb. Was sollen die Teilnehmer denn mitnehmen von diesem Kurs? Sie sollen mitnehmen, dass sie nicht Angst haben vor Notfällen. Wir wollen ihnen auf den Weg geben, wie sie reagieren können, wenn sie einen Notfall antreffen. Sie sollen wissen, was mache ich, wenn es mal brennt, wenn sich jemand verbrannt hat oder wenn es eine Explosion hat, wie reagieren wir, was kann ich machen als Laienhelfer. Aber auch keine Angst haben vor einer Reanimation. Wir zeigen ihnen, wie sie reagieren. Und natürlich unter dem Strich zu wissen, dass 144 dann schlussendlich das Ziel muss sein und das relativ zügig. Schock abgegeben. Mit Wiederbelebung beginnen. Kompression an Metronom anpassen. Die verschiedenen Erste-Hilfe-Themen sind teils durch Theorie, aber auch mit praktischen Fallbeispielen untermauert worden. Dabei haben die zwei Ausbildnerinnen von Notfalltraining Schweiz auch ihr Schauspieltalent spielen lassen. Ja, aber sie machen ja nicht, dass es von dir kommt, das ist mega. Das ist voll aus der Situation. Was ist jetzt voll passiert? Das ist der Boden, das ist der Boden, das ist kalt. Oh, so genau. Also, wir bringen das in die Schule, das ist jetzt also, ich finde es grundsätzlich gut, dass wir hier in der Campingloge den Kurs durchführen dürfen und den Leuten hier zeigen, eben in einem Brandfall, in einem Ernstfall, wie sie sollten sich verhalten und dort die Löschgeräte dementsprechend einsetzen, die sie hier auf dem Platz zur Verfügung haben. Übrigens, ein saisonaler Tipp von Christian Siegenthaler für safetysecurity.ch Zuschauer. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Jahreszeit, die wieder kommt und so, wo man jetzt da ein bisschen Fondue backgelassen hat und der geht irgendwann einmal der Sprit aus und sie soll doch bitte warten und schauen, dass das ganz gelöscht ist, bis sie wieder nachfüllen. Weil vielfach passiert es einfach dann, wenn sie nachfüllen, was noch nicht gelöscht ist. Weil das vom Sprit gibt es so ein kleines Flämmchen, ein blaues Flämmchen, sieht man oft schlecht hier. Und dabei passiert es eben dann beim Nachfüllen, dass es zu einem Brand kommt. Und das ist natürlich verheerend. Mehr dazu unter safety-security.ch.